Why is it so important to transform the way you work in order to start a digital transformation process? In the startup world, people usually say like, oh, that's easy and we're gonna roll them over, as I said yesterday. But what you see here, there are actually people and they're afraid of what's happening. And I think they shouldn't be afraid. I hope I can show them a way how to tackle that new challenge. Thin line to take them actually along and help them. People, especially like in fast-growing companies, they're usually like bold and saying, okay, other people lose their jobs and there will be like losers on the one side, winners on the other side. I can understand that. It's a like very easy black and white comparison to explain because some people are just stronger or faster in digital transformation, but there are still talents needed that you have. This is definitely something that's quite often been forgotten when people talk about digital transformation. This looks like it. The oldest group of banks in Germany. And it's not a secret that they have a big challenge ahead. This whole industry is changing. What they are doing here is starting this digital transformation process, and they brought together all their employees on a weekend. I'm truly convinced that you start a digital transformation process from the inside, not from the outside. You use the resources you have internally. And that's what they try to do here, so ask me for my feedback afterwards. Das hat nichts mit digital zu tun. Das hat was mit dem Geschäftsbetrieb zu tun. Je höher die Geschwindigkeit der Kommunikation, weil wir schneller zusammenarbeiten können, eine E-Mail ist ein langsames Medium. Man muss sich einen Betreff überlegen, man muss die formatieren, dann muss eine Anrede rein, dann hängt da so eine krüppelige, ewig lange Signatur drunter, von dem kein 16-Jähriger versteht, warum das Ding da dranhängt. Das fällt euch jetzt erst auf? Das ist recht. Das Zweite, was er gesagt hat, ist Transparenz. Und er sagte, wir sind alle zusammen auf dieser Mailbox und wir können reingucken, was da passiert. Und ich kann vorbeilaufen und sehe, was da los ist. Ansonsten bin ich ja der Flaschenhals. Da kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich anfange, E-Mails weiterzuleiten. Und das Dritte ist die Intensität. Intensiv. Menschliche Kommunikation, und das wird keine Maschine so schnell ersetzen, ist intensiv. Ich freue mich auf den Workshop. The feedback was good. Very good.